Schönen guten Abend. Wir wollen heute nochmal über Netzgeräte sprechen, nachdem wir auch, ja, das eingeführt haben und gesagt haben, es gibt da Komponenten, die sind rein passiv, die haben keine Versorgung, gell? Und dann gibt es eben Komponenten, die spielen eine zentrale Rolle, gell? Und da haben wir gesehen, da gibt es eben die Repeater, die Hubs früher, gell? Heute weniger. Die Bridge, die haben auch etwas an Bedeutung verloren und vor allem eben Switch, gell? Also im LAN haben wir gesagt, gell? Haben wir ganz, ganz viel Switch, gell? Außerhalb haben wir dann auch Repeater, vor allem wenn es in der großen, weiten Welt mal etwas weitergehen soll, dann braucht es doch auch Repeater, gell? Also wenn wir ein Internet um die Welt legen wollten, gell? Also es reicht kein Glasfaser, der um die ganze Welt das Signal bringt, gell, da braucht es inzwischen dann auch Repeater. Ja, aber es braucht auch Geräte, die komplexer sind als die wir bis jetzt gesehen haben, und da gehören vor allem zwei dazu. Und zwar sind es zum einen die Router und dann die Gateways, gell. Und ja, es gibt dann viele Spezifikationen. Es gibt dann die Geräte, die heißen zum Beispiel Firewall, gell, sind aber vielleicht, könnt sie auch vielleicht als Gateway einordnen. Gell, also da gibt es auch ein bisschen Begriffschaos, gell. Aber wir sollten einfach mal klären, was wir unter Router und was wir unter Gateway verstehen. Gell. Und zwar, ein Router, gell, der ist sehr häufig ein Gerät, das ja, zwischen den Netzen steht und zwischen den Netzen weiß, wohin die Wege der Netze gehen sollen. Gell? Also das ist wie der Postler, gell? Also der Postler, der weiß auch, wo die Briefe hingehören. Und der Router, der hat zwar keine Briefe, der hat aber Pakete, gell? Und in den Paketen, dort arbeitet er nicht mit Adressen auf Layer 2, gell? Nicht mit den MAC-Adressen, nein, er arbeitet auf Layer 3. Gell, also der Router, der arbeitet auf Layer 3 und hat dort in IP-Netzen sogenannte IP-Adressen, gell, also die entweder die altbekannten, die IPv4, oder eben heute auch die neueren, gell, also inzwischen sind sie auch nicht mehr ganz neu, aber halt etwas ungewohnt für die meisten, die IPv6. Und anhand dieser Adressen kann der Router dann feststellen, wohin die Reise gehen soll, gell, also wenn ein Paket losgeschickt wird und das wird noch in der Nachbarschaft abgegeben, gell, also da im LAN zum Beispiel, gell, über ein Switch, dann braucht es eigentlich kein Routing im eigentlichen Sinn, gell, weil der Switch dann anhand der MAC-Adressen das einfach zuordnen kann, gell, und wenn es ein Layer 3 Switch ist, dann beherrscht sogar der Switch etwas Routing, gell. Aber der Router als solches, der sollte eine globale Sicht der Dinge haben. Der soll also nicht nur wissen, wo es lokal hingeht, gell? Also wo wir im Schulnetz die Pakete haben, die sich im Raum 2.20 oder im Raum 2.22 aufhalten. Gell? Also das ist dann vielleicht etwas wenig, gell? Aber das ist auch schon Routing. Und anhand dieses Routings kann der Router dann die Pakete in die richtigen Netze schicken. Gell? Das klingt jetzt eigentlich ganz einfach, gell? Es ist aber die Größe der Netze und die Anzahl der Netze und Umfang der Netze dann doch ein recht komplexes Unterfangen, gell? Vor allem, weil ja auch diese Netze nicht immer ganz statisch sind, gell? Und weil kein Router die Sicht über alle Netze behalten kann, gell? Also der Router, der muss schon feststellen, wo er sich hinwenden kann, gell? Wo also die Reise weitergeht und wo zum Beispiel ein anderer ist, an den er sich wenden kann, gell? Also ein Router alleine kann die Arbeit nicht machen, gell? Also der Postler im Dorf alleine, der kennt zwar seine Dorfadressen, gell? Aber wenn er dann irgendwas bekommt, gell, das sonst wohin muss, dann bringt er es in eine zentrale Verteilerstelle, gell? Und der Router, weil da gibt es dann auch ganz viele Router, die zusammenarbeiten, gell? Und ja, diese Haupttätigkeit, die ein Router daneben macht, das wäre das Routing, gell? Und das Routing ist eben hier diese Wegsuche. Und ja, diese Wegsuche, die kann einfach sein,
statisch, gell? Also wenn wir da mal schauen, ich habe jetzt einfach bei mir mal die Routen angezeigt, gell? Und ja, ich habe da nicht viel eingestellt, gell? Also ich habe da einmal hier die dritte Zeile, die besagt nichts anderes als das alles, was in diesem Netz ist, in diesem 192.168, gell? Das soll er einfach da über diese Schnittstelle, also das ist meine Wireless-Schnittstelle hier, dann eben rausschicken. Gell? Okay. Und dann gibt es hier noch so Link Local da, so eine, gell? Also das ist eigentlich von IPv4, von der IP-Adressierung jetzt nicht so wichtig, gell? Und dann haben wir den ganzen Rest, gell? Okay, also wenn wir eine Adresse verwenden und ein Paket soll irgendwo hin, was im Netz ist, dann sagt dieses Routing hier, ja, das kannst du nur rauswerfen, gell? Also draußen ist das schon irgendwo, gell? Also draußen an der Schnittstelle, das heißt im LAN, gell? Und draußen im LAN ist nichts anderes als dann ein, ja, Access Point, also in dem Fall ein Hotspot, und der Hotspot, der kennt halt die Geräte, die an ihm angeschlossen sind, gell? Also das sind nicht viele, das sind nur ein paar. Und eben, wenn es ein paar dieser Geräte betrifft, dann bleibt es einfach im Netz. Und dann haben wir hier auch kein Router eingetragen, gell? Wenn es aber sonst wohin muss, gell, wenn es also nicht dieses Link-Lokal, also da dieser Sonderfall ist, sondern ein Paket, das irgendwo in die große, weite Welt hinaus soll, gell, dann ist dieser Default-Eintrag, gell, oder eben 0.0.0.0. Und wer kümmert sich darum? Der Router, der hier eingetragen ist. Und wer ist denn der Router, der hier eingetragen ist? Der Router, der hier eingetragen ist, ist nichts anderes als dort hinten das Smartphone, das mir den Hotspot zur Verfügung stellt. Gell? Also der macht für mich dann den Router. Gell? Und das Routing, das findet dann bei ihm statt für alles, was in die große, weite Welt hinaus muss. Gell? Bei mir habe ich hier das lokale Routing auf meinem PC. Und wichtig ist eben hier dieser erste Eintrag, der sagt alles andere, was nicht auf die unteren zutrifft. Und hier habe ich diese wichtige Eigenschaft des lokalen Netzes, das einfach hier an diesem Interface dranhängt. Gell? Ja, so etwas, gell? Das ist der Eintrag in der Routing-Tabelle. Und bei einem, ja, bei einem lokalen System, wo man reinschauen kann, mache ich einfach Route und er zeigt mir das an. Gell? Und ja, das ist die Routing-Tabelle bei einem lokalen Linux. Gell? Das ist eine statische Tabelle. Gell? Also das ist einmal festgelegt, wie die Wege sind und das ist es dann. Gell? Die gehen nicht jetzt mal neu rechnen, wo der bessere Weg ist. Gell? Das gibt dann eben so dynamisches Routing. Gell? Da gibt es dann Algorithmen, die schauen dann, wo es besser geht, gell? Und die lernen dann dazu. Gell? Also das ist so wie, ja, so wie Autonavigation, wenn ihm jemand einsagt oder wenn er lernt, wo es besser ist, gell, dann sagt er auch nicht jetzt mal den gleichen Weg, wenn man irgendwo ans Meer fährt oder so, gell, dann hat er eine Fantasie, weil er sagt, ah, fahrst mal da lang, gell, und so lernt man halt dann auch, ja, die Gegend kennen, gell, okay, und Routing, gell, kann entweder statisch sein, gell, ich trage es in eine Tabelle ein, die Wege, oder dynamisch, ein Algorithmus macht mir das, gell, ja. Dieses Routing kann man dann nochmal zum, ja genau, hierher zum Artikel über Router, gell? Router haben ein eigenes Symbol bekommen, da bei Cisco, gell? Und so werden eben Router dann auch in Netzwerken dargestellt, gell? Und das sind dann typische Router, gell? Also das Router sind für uns dann auch Geräte, die manchmal mehr Funktionalitäten als nur diese Wegsuche haben. Gell? Also da können wir zum Beispiel einen Access Point integriert haben. Oder wir könnten einen Router haben, der einen, ja, einen Switch integriert hat. Das heißt, er hat dann mehrere Ports und zwischen den Ports kann er dann auch Routing machen vielleicht. Gell? Das sind dann Router, die wir auch zu Hause haben. Gell? Und was hier steht, was ganz wichtig ist, gell? Auch diese Eigenschaft, dass Router in der dritten Schicht arbeiten, gell? In der dritten Schicht, Layer 3, und können dort mit den Netzwerkpaketen arbeiten. Und da ist was ganz Schönes, gell? Da ist ein Foto von hier einem großen Router, gell? Also das ist jetzt kein Router, wie ihn die Schule hat, gell? Also die Schule hat da auch nicht größere,
Ja, hat zwar schon ja, vielleicht ein bisschen größeren Router, aber halt nicht solche Sachen. Gell? Oh, aber wenn die Provinz irgendwo dann ihr Provinznetz hat und das muss dann in die große weite Welt hinausgeschickt werden, gell? Dann braucht sie solche Geräte. Gell? Seht ihr dort unten, dort haben wir auch redundante Netzteile. Gell? Wenn eines ausfällt, muss das andere weiterarbeiten. Und ja, das sind dann sehr spezielle Geräte, die auch sehr, sehr mächtig Geld kosten. Gell? Okay, und alles nur, um den Paketen die richtigen Wege zu weisen. Gell? Also das mit dem Wegweiser, das ist der Navigator im Netzwerk, das ist der Router. Gell? Okay, ja, diese Router, die eben auf Layer 3 arbeiten, das ist eben die wichtige Eigenschaft da, gell? Die haben manchmal auch zusätzliche Funktionalitäten, gell? Also nicht nur die Wegsuche. Gell? Also dort kann es auch sein, dass wir zum Beispiel ein Filtersystem eingebaut haben. Gell? Also da jemand spricht dann auch von Paketfiltering, wenn wir da auf Layer 3 arbeiten. Gell? Und ja, ganz berühmtes ist eben sind diese IP-Tables, gell? Die sind seit ja, inzwischen 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren im Linux-Kernel integriert. Und jeder, der möchte, kann dann sein Routing, nicht nur das Routing gestalten, sondern kann dann auch so Filterregeln dann erstellen. Gell? Und ja, also das da ist das, was sehr, sehr häufig angewandt wird. Und ja, wenn wir dann mal schauen, gell? Also wenn ich jetzt bei mir da mal schaue, was da drinnen steht auf meinem Laptop, ist keine einzige Regel drin, gell? Alles offen, gell? Ja, der Laptop hat jetzt auch keine besonderen Dienste laufen, gell, und läuft im LAN, gell, also er ist nicht direkt im Internet. Gell. Dahinter, da habe ich ein ja, solches Skript, gell, mit IP-Tables, das war mal auch von Goblin vor Jahren, gell. Und ja, hier sind eben bestimmte Sachen eben drinnen und man sieht, die Regeln greifen auf den ersten Schichten. Gell. Also da haben wir etwas, was auf die MAC-Adressen geht, das ist Layer 2, gell? Dann eben, da wird der Port abgefragt, das gehört zum Layer 3. Hier wird gefragt, woher ist es, gell? Also lokal Layer 3, gell? Hier eine Portabfrage, gell? Also auch zu Layer 3. Und dann hier, aha, hier haben wir da weitere Adressabfragen, gell? Das sind alles dann Eigenschaften von Layer 3, gell? Und diese IP-Tables, gell? Hier haben wir eine ganze Reihe von solchen Sachen, gell? Die arbeiten eben auf Layer 3 dann. Okay. Ja, also eigentlich das, was dann ein Firewall genannt wird. Oder etwas anderes, was dann auch beim Router oft gemacht wird, gell? Das ist dieses NAT, gell? Also ein Netzwerk-Adressübersetzung zu Deutsch, gell? Also ja, kein Wunder, dass die meisten einfach NAT sagen, gell? Also okay, NAT von Network Address Translation, gell? Ja, was ist denn dieses Network Address Translation? Dieses Network Address Translation, das macht eine Ersetzung der lokalen Adressen, die wir in unserem LAN haben, gell? Für die Weitergabe an das Internet. Gell? Weil, schaut mal, ich habe hier eine Adresse in 192.168.43. Gell? Frag mal ab, da oben hat man schon gefragt, es ist da, also ja, if config, gell? Das ist diese Adresse, das ist meine lokale Adresse. Gell? Aber mit der kann ich im Internet draußen nichts machen, gell? Weil das ist so, wie wenn ich nach China gehen würde, gell? Und wenn mich jemand fragt, wer ich bin, dann sage ich, ich bin das Jackerle, gell? Ja. Ja, das Jackerle, gell? Das ist auch ein Jackerle. Diese Adresse, das ist eine Jackerle-Adresse, gell? Weil die gibt es oft, gell? Seppeler und Jackerle, das gibt es viele, gell? Und ja, und jetzt muss, bevor man da hinausgeht, eine Adressübersetzung gemacht werden, eine Network Address Translation, gell? Und das wird eben auch auf Layer 3 für die Pakete dann eben durchgeführt und das heißt dann, dass eben die Pakete eine andere Adresse bekommen, gell? Die Adresse dann des Routers oder ja, jemand sagt auch, na, das ist nicht eben Routing, das gehört dann schon zum Gateway, zum nächsten Gerät, gell? Aber ja, es greift eben Layer 3 an, gell? Okay.
Ja, also das ist so eine andere Funktionalität, die wir hier noch finden können, gell? Ja, Router. Die nächsten Geräte, das sind die Gateways. So, und jetzt wird es noch lustiger als mit den Routern, gell? Und zwar, je nachdem, wo ihr nachschaut, findet ihr dann auch verschiedene Definitionen, gell? Aber auf jeden Fall für uns ist ein Gateway ein Schnittstellengerät, gell, das typischerweise zwischen Netzen steht, gell, und zwischen Netzen findet man meistens oder am häufigsten eben den Gateway, der zwischen einem LAN und einem, ja, die Schnittstelle ins Internet steht, gell. Dort hat man meistens den Bedarf, etwas zu machen, etwas Aufwendigeres zu machen, gell. Und deswegen steht dann häufig dort ein Gateway. Gell, und nicht einfach ein Router. Gell. Und ja, wenn man jetzt die deutsche Definition anschaut, gell, dann steht dort eben, dass der Gateway gell, auf unterschiedlichen Schichten dieses Netzwerk-Schichtmodells arbeiten kann, bis hinauf bis zur letzten Schicht, gell, also auch alle Schichten. Gell. Während der Router arbeitet bis Schicht 3, gell, oder in Schicht 3, gell, also der Router, der kann mit Paketen arbeiten und kann als Kriterium die Adressen vor allem verwenden, gell, Adressen oder Ports dann, gell, also, das ist der Router, aber der Gateway, der ist mächtiger, der kennt alle Schichten, gell, also während der Router nur bis Schicht 3 geht, gell, geht der Gateway eventuell hoch bis zu Schicht 7, gell, ja. Und was geht denn dem das an, was in Schicht 7 drinnen steht, mit man meinen, gell? Ja, der Gateway, der schaut in den Datenverkehr hinein, gell? Der verletzt das Briefgeheimnis, gell? Das ist jetzt schon eine fiese Sache, gell? Und jetzt sind wir eigentlich schon mittel drinnen in einer solchen Geschichte, die eigentlich eine recht komische Geschichte ist, gell? Weil der US-Präsident, gell, der hat ja vor kurzem gesagt, du ihr Europäer, wenn ihr da bei der 5G-Technologie auf die Chinesen setzt, da sind wir keine Freunde mehr, gell? Ja, da wird man schon suspekt, gell? Warum sollten wir keine Freunde sein? Nur weil wir einen Router einsetzen. Das heißt also, dass wenn der sagt, ja, wir sind keine Freunde mehr, dann bedeutet das, dass er ja, die oberen Schichten auch anschaut. Ja, weil das ist doch nicht nett, gell? Ja, das heißt dann auch, dass er mit uns keine Freunde mehr ist, gell? Also ja. Also vielleicht sollte man ein bisschen mischen, dass alle ein bisschen was lesen können, gell? Und keiner alles dann versteht. Das wäre auch vielleicht eine interessante Taktik, gell? So, auf jeden Fall, ein Gateway ist so einer, der kann dort oben reinschauen, gell? Ja, also das wäre so, wie wenn der Briefträger kommt, gell, und dann sagt er, ja, heute hast du einen schönen Brief bekommen, gell, also einen schönen Liebesbrief, gell. Sagst du auch, warum hast du nicht nur Schicht 3 angeschaut, gell? Ja, der Briefträger, gell. Der Briefträger, der darf nur Schicht 3 anschauen, der darf nur die Adressen anschauen, gell. Das ist der Briefträger. Oh, aber wenn ein Briefträger weiß, was im Brief drinnen steht, dann hat er ihn aufgemacht, dann hat er hineingeschaut, gell. Und der Gateway, der macht es, der schaut hinein. Gell? Und wenn er hineinschaut, ja, dann kann er Sachen machen, die der Router eben nicht kann. Gell? Dann kann man zum Beispiel auf dem Gateway etwas installieren, das auch ganz nützlich sein kann. Gell? Also es gibt Betriebe, gell, die haben ein Gateway und da ist dann, da wird der Webverkehr, der Internetverkehr angeschaut, gell, wird hineingeschaut und wird geschaut, ob da zum Beispiel ein Virus drüber läuft, eine Malware, gell? Dafür muss er hineinschauen, gell? Und dafür muss der Netzverkehr ja eigentlich auch unverschlüsselt sein, weil wenn er verschlüsselt ist, dann, ja, dann kann man nicht gut hineinschauen, dann geht es nicht, gell? Aber wenn unverschlüsselter Netzwerkverkehr ist, dann können wir hineinschauen, gell? Und da können wir ein Antivirus laufen lassen, gell? Ja. Oder aber wir könnten da etwas laufen lassen auf dem Gateway, das man Proxy nennt, gell? Ja, der Proxy. Der Proxy, das ist so ein Stellvertreter, gell? Der geht für uns Dinge machen, gell?
Und ganz, ganz häufig sind Proxy, die gehen, ja, die gehen den Webverkehr für uns abholen, gell? Und ja, und wir müssen dann vielleicht beim Browser einstellen, dass wir den Proxy verwenden, gell? Oder das funktioniert auch, wie man sagt, transparent, ohne dass wir da etwas dafür tun. Das heißt also, der Proxy geht für uns den Webverkehr holen, gell? Ist ja nett, gell, der Proxy, der für uns den Webverkehr holt, gell? Aber welchen Sinn macht denn das, gell? Ja, da kann eines mal ganz offensichtlich sein. Also ein Sinn kann sein, dass der Proxy den Webverkehr zwischenspeichert, gell? Also wenn wir heute die News zu diesem Covid-19 lesen wollen, gell? Und da gehe ich lesen und dann in der Schule, gell, sind doch andere, die das auch interessiert. Und wir gehen da zum Beispiel so ein lokales Nachrichtenportal, das wir jetzt nicht nennen wollen, da aufmachen, gell? Ja, dann kann es sein, dass das sehr oft gemacht wird und weil dieses lokale Nachrichtenportal sehr viele Bildler vielleicht drinnen hat, gell, dann speichert es der Proxy ab. Das ist dann ein Cache-Proxy, gell, also der geht da zwischenspeichern und das ist dann interessant, gell, weil dann, wenn es der Zweite auch lesen will, dann hat der Bär schon das Bild und dann sagt er ihm, haha, braucht man nicht holen, hast du es schon da, gell, genau. Ja, also Caching scheint es, gell, oh, aber der kann vielleicht noch was anderes. Der kann vielleicht den Inhalt lesen. Ja, warum sollte er den Inhalt lesen, gell? Ja, der kann vielleicht den Inhalt lesen und er kann dann entscheiden, ob er das zustellt oder nicht, gell? Dann sagt er da, ja, das habe ich gelesen, gell? Und das ist nicht jugendfrei, das gebe ich dir nicht, gell? Ja, das kann ein Proxy. Gell? Ein Router kann das nicht. Ein Router kann nicht feststellen, ob die Inhalte, die übertragen werden, jugendfrei sind oder nicht. Gell? Aber ein Gateway, auf dem ein Proxy läuft, der einen Inhaltsfilter implementiert, der hineinschaut, nach Schlüsselwörtern sucht, gell? Und so, der kann das feststellen. Gell? Ja, oder wenn jemand Ausschau haltet, gell, und ja, nach biologischen Gräsern sucht und so, gell, dann kann das der Proxy vielleicht feststellen, gell, der Inhaltsfilter, gell, und der sagt dann, na, 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 so biologischen Grasanbau, das wollen wir nicht, gell, und der sagt dann nicht, gell. Oder wenn jemand Waffen kaufen will, gell, sagt er, nee, 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 Waffen kaufen nicht, gell, gell. Oder es gibt Betriebe, die sind ja, sie sind sehr eifersüchtig auf ihre Arbeit, gell? Weil ihre Arbeit sehr viel ja, Wert darstellt und eben geistiges Eigentum ist. Und die wollen zum Beispiel nicht, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, E-Mails zu benutzen oder E-Mail-Systeme oder Webmail-Systeme, die nicht die vom Betrieb sind, gell? Weil die sagen, nein, 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 könnte leicht einer sein, der was mitnimmt, gell? Gell? Ja, wenn wir beim Obstmagazin arbeiten, da kann es sein, dass jemand ein paar Äpfel mitnimmt, gell? Aber wenn wir was Wichtiges entwickeln, gell, dann kann jemand sein, dass ja, jemand schickt dann einfach über E-Mail ein Projekt nach außen, gell? Ja, gell? Also braucht man einen Filter. Und der Filter, der unterbindet dann den Zugriff auf E-Mail-Systeme zum Beispiel, gell? Ja, also das sind dann alles inhaltsbezogene Geschichten. Wir könnten auch so einen Proxy haben, der so Adresslisten macht, gell? So White List oder Black List, gell? Also weiße oder schwarze Listen, gell? Alles, was auf der schwarzen Liste ist, das ist verboten und was auf der weißen Liste ist, das ist explizit erlaubt, gell? Da gibt es dann auch Firmen, die sagen, nein, nein, Internet, nein, nein, brauchen nicht das ganze Internet, gell? Aber vielleicht ein paar Seiten, gell? So, ja. Die Gesetze Italiens, Gazzetta Ufficiale, gell, genau, gell, oder die Provinzseite des Bürgernetz, gell, oder so, okay, so, oder, ja, und wenn einer was braucht, gell, dann schaut es jemand an und dann schaltet das frei, gell, also es gibt auch solche Zugänge, gell, also inzwischen vielleicht ein bisschen weniger, aber das hat man schon gemacht auch, gell, also ich sage, Internet ist nur Ablenkung, gell, das braucht nicht jeder, gell, ja, das, aber dafür, um solche Sachen zu machen, gell, da müssen wir alle Schichten machen, nicht nur Schicht 3, gell? Okay? Ja. Und ja, das sind so Geschichten, die im Gateway implementiert sein können dann, gell? Das ist dann, ja,
Was können wir da sonst noch machen, gell? Ja, du könntest auch so, ja, ich vielleicht hab's mitbekommen, gell, also da das Nationale Fürsorgeinstitut, gell, das hat jetzt da die Anträge eröffnet, gell, wer also ja, ein Selbstständiger ist und jetzt Probleme hat mit dieser Covid-Krise, gell, der hat einen Antrag stellen können, um da Unterstützung zu bekommen, gell, und am ersten Tag hat es nicht funktioniert. Ja, warum hat es nicht funktioniert, gell? Sie sagen, die Hacker waren da, gell. Ja, die Hacker waren da, ja, okay. Ja, wer weiß, ich habe nicht nachgeschaut, gell, aber auf jeden Fall, gell, hat es halt nicht funktioniert, gell, und ja, man könnte dann auf dem Gateway ganz aktiv mit einer Sicherheitssoftware den Datenverkehr analysieren, gell, und auch da automatisiert dann bestimmte Zugriffe einschränken und unterbinden, gell. Ja, und vielleicht wäre es dann zwar ein bisschen langsamer gegangen, aber es wäre vielleicht nicht zusammengebrochen, gell. Ja, wer weiß, gell, also ja. Weil also im Netz, da passieren Dinge, gell, das ist ja schlimmer als im wirklichen Leben, gell. Ja. Aber wenn wir ein Gateway irgendwo haben, gell, also der Gateway, der alle Schichten da anschaut, gell, ja, da kann man da Sachen machen, gell, also ja, das, unsere Fantasie ist da freier Lauf gegeben, gell, also das, ja, und ja, ein Ding, gell, also wir haben ja, wir sind ja Südtirol, gell, also Land der Berge und der Äpfel, gell, und ja, und Land des Tourismus, gell. Also bei uns kommen viele Leute vorbei, gell, und die gehen dann Urlaub machen, gell. Und ja, der ein und andere, der möchte dann halt WLAN, gell. Ja, gibt es WLAN im Hotel, gell, weil ohne WLAN, gell, ohne WLAN sind die Berge noch halb so schön, gell. Und ja, und das ist jetzt ja schön, das WLAN, gell. Aber das ist jetzt so eine Sache, gell? Also wenn man da so ein Hotel voller Leute im WLAN hat, gell? Gell? Ja, da will man schon mal, dass nur die Leute da im WLAN sein, die auch im Hotel sind und nicht das halbe Dorf, gell? Okay? Also muss ich auch mal Zugänge machen, gell? Aber Zugänge ins Netz, gell? Das kann ich nicht einfach da so auf der Layer 3 mit dem Router machen, gell? Also na, da muss ich so Authentifizierung machen, gell? Gell? Da muss ich also so, ja, auf a, ja, auf ja, irgendwelche Sitzungen dann aufmachen, Layer 5 oder so zum Beispiel unterstützen, gell? Okay. Also das geht dann nicht einfach nur so mit dem Router, da brauche ich ein Gateway, gell? Da kann ich mir ein Login geben, dann kann ich sagen, wer darf hinein, wer darf nicht hinein, gell? Ja, wichtig, gell? Oder ich kann auch sagen, ja, du darfst 2 Wochen hinein, gell? Und wenn du dann nach Hause fährst, dann ist dein Account dann nicht mehr gültig, dann darf er nicht mehr hinein, gell? Also ich kann da auch etwas Zeitliches festlegen, gell? Also 2 Wochen schon und dann nicht mehr, gell? Ja, dann ist dann noch was vielleicht interessant, stellt sich auch mal vor, gell? Da hat einer was angestellt, gell? Ja, der ist dann in Urlaub gekommen, gell? Im Hotel, ist ins WLAN eingestiegen, gell? Ja, und da hat er Verbrechen gemacht im WLAN, gell? Ja, und dann kommt die Postpolizei, gell? Die kommt dann ins Hotel und die fragt dann, ja, wie war es da? Der hat einer was angestellt, wer war es denn? Kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht, gell? Pah, das ist jetzt die Sache, gell? Ja, was muss ich da machen? Ich muss es ja Protokoll führen, weil, ja, okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen umstritten, das Protokoll führen, gell? Also das war mal Pflicht, gell? Ja, über viele Jahre Pflicht, hat es ein Antiterrorgesetz gegeben, gell? Und dann vor ein paar Jahren ist das eigentlich abgeschafft worden und dann haben sie gesagt, na, es reicht schon aus, wenn man so die MAC-Adressen dann lesen kann und so. Also muss nicht unbedingt namentlich sein, gell, aber ja, auf jeden Fall das mit dem Protokoll führen, das ist ein Spagat zwischen Privacy einhalten und doch wissen, wer es war, gell, okay. Also da, das ist ein bisschen umstritten und ich glaube, die wenigsten von uns wissen wirklich, was alles protokolliert und aufgeschrieben wird in irgendwelchen öffentlichen Netzen, gell, okay. Aber um Protokoll führen zu können, gell, da braucht man einen Gateway, weil das Protokoll nur der Pakete, die einzelnen Pakete, die über Schicht 3 von wo nach wo laufen, das ist dann vielleicht ein bisschen zu wenig, gell. Oder daraus dann etwas herauszulesen, das wird dann umständlich, gell, okay. Also da ist dann schon ein Gateway was Interessanteres, gell? Ja, und das sind die wichtigsten Punkte, gell? Und jetzt schauen wir aber mal,
ganz konkret ein Getaway, gell? Ein Getaway könnte man kaufen gehen, gell? Wie auch ein Router, gell? Aber das Interessante ist, da gibt es so Software, mit denen kann man ein Getaway selber bauen, gell? Also das ist, ja, Betrieb will das vielleicht nicht, der will einen kaufen und der soll funktionieren. Aber für uns in der Schule ist es interessant, wenn man so eine Getaway-Software hat, gell, und damit kann man dann diese Funktionalitäten des Getaways mal implementieren, gell, und das ist etwas, was dann auch in den nächsten Jahren öfter mal gemacht wird, so, gell, also so Dienste aufsetzen, gell, und ich will euch da jetzt so ein paar zeigen, gell, da ist mal eines, gell, das ist so IP Cop heißt, gell, also das klingt schon wie die Polizei, gell, okay, ja. Und was interessant ist, gell, da steht eben, das ist in erster Linie eine Router und ein als Router und als Firewall gedacht. Aha, ja, da ist jetzt die Frage, was ist ein Firewall, gell? Ist Firewall auch ein Gerät, gell? Oder ist Firewall ein Dienst, gell? Als Firewall, gell, das ist auch so ein Gummibegriff, gell, der alles Mögliche heißen kann, gell? Aber im eigentlichen Sinne ist das oft eben ein Paketfiltering, was dann auch eben auf Layer 3 stattfinden kann. Ich kann aber auch andere Sachen machen, die eben höhere Schichten dann beinhalten. Gell? Okay. Ja, und das ist eine Distro, die gibt es schon sehr lang. Schaut mal, da 2001 steht es da, gell? Also das ist lang schon her. Gell? Und das Interessante bei IPCOP ist vielleicht weniger, dass man das heute einsetzt, gell? Also das da, ja, da steht schon ein paar Jahre, ist das jetzt zurück, als sie das letzte Mal aktualisiert haben, gell? Aber das Interessante ist, dass aus dem IPCOP viele andere entstanden sind, gell? Und eines ist, ja, wo haben wir es denn? Da haben wir es denn, ja genau, gell? Also, da gibt es also diese Indian Firewall, gell? Diese Indian Firewall, das gibt es als Produkt zu kaufen, gell? Also das kann man dann so als Hardware kaufen und dort ist die Software dann drauf, die das den Gateway darstellt. Aber was interessant ist, wenn ihr da auf Indian geht, dann könnt ihr euch das da herunterladen, gell? Okay? Und damit dann auch einen Gateway aufsetzen und damit arbeiten, gell? Das ist eine interessante Sache, gell? Und interessant ist das vor allem, gell? Also das ist ja, das ist ein Südtiroler Betrieb, der das gemacht hat, gell? Also der ist da in Bozen zu Hause, gell? Ist in Eppan geboren und ist ja, und stellt Sicherheitstechnologie her. Und diese Firewall, gell, wie sie sie nennen, das ist eigentlich ein Gateway, weil all diese Sachen, die wir da besprochen haben, gell, das kann diese Software, gell? Diese Software kann also über alle Schichten herrschen und in alle Schichten der Protokolle hineinschauen und dort verschiedene Dinge dann machen, gell? Jo. Oder was anderes, da haben wir IP Fire, gell? Also das ist doch Feuerpinguin, gell? Also ja, der Feuerpinguin, das ist auch so eine Sicherheitsdistro und diese Sicherheitsdistro, die kann man auch holen, herunterladen, gell? Und da kann man dann auch eine Gateway aufsetzen und damit dann diesen Gateway vor das eigene Netz stellen, gell? Und darüber dann ins Internet gehen, gell? Oder ein anderer da, BFSense ist auch so eine, gell? Das ist recht interessant, das wurde dann auch so in Richtung Authentifizierung entwickelt und gerade so, ja, wenn wir jetzt sowas wie Hotspots entwickeln möchten oder so, gell, dann könnte auch das da ein Startpunkt sein, gell? Ja, das waren jetzt ein paar Aspekte, gell, rund um Router und Gateways, gell, also das war jetzt ja heuer vielleicht auch der Anfang, gell. Routing ist in der 4. Klasse ein wichtiges Thema, gell. Gateway aufsetzen und solche Dienste dann auch in der 5., gell. Also das sind dann Dinge, die dort eben dann weitergehen, gell. Okay, ja, das war's. Auf Wiedersehen.